Etwa 1000 gerettete Flüchtlinge warten noch immer an Bord von drei verschiedenen Rettungsschiffen im Mittelmeer auf einen Hafen. Doch weder Malta noch Italien wollen den Schiffen Humanity One, Ocean Viking und Geo Barents erlauben, einen Hafen anzulaufen. Die Hilfsorganisationen, die sich um die geretteten Menschen kümmern, sagen, die Situation auf den Schiffen verschlechtere sich, die Flüchtlinge würden auf dem Boden schlafen, Fieber bereite sich aus. Frankreich hat an diesem Freitag signalisiert, einen Teil der Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.